Streicher zu den Schlagzeugern, die brauchen nämlich bei einem Rockkonzert genauso viel Kalorien wie ein Profifußballer während eines ganzen Spiels. Also, dass man beim Trommeln ordentlich ins Schwitzen kommt, das macht sich auch ein neuer Fitnesstrend zu nutzen. Pound ist eine Aerobic-Stunde, bei der die Übungen durch den Einsatz von Drumsticks verstärkt werden. Birgit Zrost war für La Vita bei einer Pound-Stunde in Groß-Enzersdorf. An die 15.000 Mal trommelt hier jede und jeder mit voller Energie auf den Boden. Das verbrennt bis zu 900 Kalorien pro Stunde. Der schweißtreibende Fitnesstrend trainiert Koordination, Balance, Kraft und Ausdauer. In der ersten Pound-Stunde habe ich mich natürlich total auf die Sticks konzentriert, dass ich da mitkomme und so, und habe eigentlich gar nicht bemerkt, wie man eigentlich den kompletten Körper trainiert, oder das eigentlich ein komplettes Kräftigungsworkout für den kompletten Körper ist. Man hat vor allem im Rücken einen Muskelkater, was man nicht glaubt, aber das sind die Bauchlider, wo man den Bauch anspannt, und das geht auch irrsinnig auf den Rücken und natürlich auch in den Armen, nicht zu vergessen. Poundfit ist ein Trend aus der USA, ist jetzt ungefähr 3-4 Jahre alt, ist ein Ganzkörperworkout, das speziell für die Körpermitte, den Core ist, auch die Beine, den Po, aber auch Oberarme. Also man macht viel Cardio und viel Kräftigung in dem Workout. Getrommelt wird mit Plastiksticks in Neongrün. Die Farbe wirkt Studien zufolge aktivierend. Die Trainingsgeräte sind etwas schwerer als normale Sticks. Das eigentliche Gewicht entsteht aber erst durch die Energie des Einzelnen. Bis zu 5 Kilo Gewicht hat man dann quasi durch die Schlagkraft, die man selber produziert. Also es geht schon ganz schön in die Arme. Jedes Lied hat seine eigene Choreografie. Die lässt sich in der Regel aber auch für Nichtmusiker leicht umsetzen. Rhythmusgefühl hat jeder Mensch, nur die meisten wissen es nicht. Also wenn man klatschen kann, kann man auch pounden. Wichtig ist, dass man einfach nur es fühlt, dass man seinen Körper fühlt und dass man es zulässt. Und auch wenn man es mit dem Pound-Workout wohl eher nicht auf die große Bühne schafft, ein bisschen fühlt man sich nach überstandener Stunde wohl trotzdem wie ein Rockstar.